Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und es ist mal wieder ein Bug vorgekommen. Ja, der zweite schon diesen Monat. Es häuft sich leider, muss man sagen. Und diesmal hängt er mit dem täglichen Login-Bonus zusammen und dem Level-Up, was man heute kriegen kann am 20.04. Und ja, ich nehme das Video jetzt um 6.16 Uhr auf. Das heißt, es könnte sein, dass es, ja, keine Ahnung, heute Abend oder so schon gefixt sein kann oder Player ein Statement dazu abgegeben hat oder auch vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch darüber informieren, was abgeht. Und ja, es ist wohl so, als ob man für das Level-Up, für das Free-Level-Up, was man am 20. kriegt, zum 20. Türchen im Kalender, ein Minus-Level macht oder die XP abgezogen bekommt. Ich habe beide schon gesehen und ja, man soll wohl komplett, anstatt ein Level aufzusteigen, den kompletten Balken an Erfahrung verlieren, den man gut gemacht hat. Und das kann schon mal Auswirkungen haben auf, ich sag mal, hohem Level von bis zu 3 Wochen Spielzeit durch diesen Bug. Das heißt, 3 Wochen wurde umsonst gequestet. Ja, und ich hoffe mal, dass das bei mir nicht vorkommt. Das Unfaire an der Sache ist, genauso wie bei diesem Super-Quest-Bug, den es vor ein paar Tagen gab, dass wieder nur ein paar Spieler davon betroffen sind und nicht alle. Ja? Es könnte sein, dass es mit dem Corona-Event zu tun hat, dass man ja, jetzt durch, ja, wie es beim letzten Mal halt auch war, durch diese 50% mehr, die man dauerhaft bekommt an XP, ja, das könnte damit zusammenhängen, man weiß es aber nicht ganz genau, es könnte in einem bestimmten Levelbereich und so weiter und so fort, und es passiert halt nicht bei jedem. So, ich habe mich eben gerade hier eingeloggt auf meinen Berserker, hier scheint alles so wie immer zu sein, ja, ich habe ein Level-Up, glaube ich, bekommen, und wir gucken jetzt mal gemeinsam auf die anderen Server, wie es denn dort aussieht. Ja, wir schauen mal durch. Wir gehen mal auf mein Main. So, da bin ich mal sehr gespannt. Wir sind hier Stufe 507 und haben hier ein bisschen Erfahrung. Mal gucken, ob mir das noch bleibt hier oder ob ich ein Level abkomme. Ja, das Ganze werden wir jetzt mal beobachten. Wir schauen mal. Und ich habe Glück gehabt, ich habe hier das Level-Up bekommen auf meinem Main. Das ist mir mit am wichtigsten, sag ich mal, weil ich hier natürlich am meisten oder am längsten an Zeit brauche, bis ich hier ein Level-Up habe. Ja, das ist schon mal sehr gut. Jetzt schauen wir mal auf den anderen Accounts, wie es da aussieht. Wie gesagt, es ist wohl wieder nur auf einem bestimmten Levelbereich und betrifft nicht jeden. So, hier habe ich 412 geknackt. Ja, und hier ist auch die XP geblieben. So, gucken wir nochmal auf meinem Dämonenjäger. Das sind ja meine 4 aktiven Accounts, die ich momentan so spiele. 103 sind wir hier. Und dann schauen wir mal, was uns hier ja, das beschert. Der tägliche Login. Anscheinend gar nichts irgendwie. Obwohl, ja stimmt, der Server ist hier später gestartet. Hier bin ich sowieso noch nicht so weit, davon mal abgesehen. Ja, anscheinend habe ich wohl Glück gehabt, muss ich sagen. Ja, also ich bin davon nicht betroffen. Andere Spieler dafür schon. Und dafür zeige ich euch erstmal ein Beispiel. Denn es wurde nämlich schon ein Video dazu, oder es wurde per Video festgehalten. Wir sehen hier jemanden. Vielen lieben Dank für das Beispiel hier. Grüße gehen raus an dich an der Stelle. Ja, er ist hier Stufe 452. Gucken uns mal das Ganze an. Ja, er zeigt es nochmal. Da 452. Fast Level up. So, jetzt sehen wir hier Aufstieg. Zack, hat er sich hier abgeholt, das Level. Und was sehen wir hier? Die 452 ist geblieben und er hat seine komplette Erfahrung verloren. Ja, und das ist wohl kein Einzelfall. Das ist wohl sehr häufig bei sehr vielen Spielern so. Und ja, man sieht hier sogar, die sind sogar im Minusbereich. Also ich weiß gar nicht, wie sich das verhält. Ob die jetzt ab 0 starten oder jetzt dieses Minus noch aufholen müssen, dann wären sie nämlich tatsächlich ein Level im Minus durch diese Aktion. Und ich bin jetzt mal wirklich sehr gespannt, wie da Playa drauf reagieren wird, ob sie es genauso machen wie bei der Superquest, dass es, ja, dass es ihnen, sag ich mal, ja, nicht weiter irgendwie was angeht oder so, dass es jetzt nicht so gravierend für in deren Augen ist, dass man dafür irgendwas machen müsste oder einen Ausgleich schafft oder keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall häufen sich die Bugs irgendwie, und ich sag mal so, ich weiß nicht genau, wie es zustande kommt. So. Aber
ich als Entwicklerfirma, wenn ich irgendwie sowas, wenn ich so ein Event oder sowas programmiere, falls es jetzt mit diesem Corona-Event zusammenhängt, dann teste ich doch vorher mal kurz vielleicht durch, ob da irgendwelche Fehler oder sowas auftauchen könnten. Ja, ich weiß nicht, es gibt doch auch Testserver oder so. Oder lasst doch einfach ansonsten ein paar ausgewählte Spieler, ein paar Testserver, die wirklich, ja, weiß ich nicht, die wirklich vertrauenswürdig sind, schon lange in der Community dabei. Lasst sie doch mal Testserver spielen und dann mal, es gibt genug Leute, die dann da irgendwelche Bugs finden, falls ihr selbst da irgendwie keine Zeit habt, falls ihr das sehen solltet, ja, keine Ahnung. Dann lasst das doch einfach mal so ein paar Leute dann durchprobieren und dann schauen, ob da denn irgendwas fehlerhaft ist, weil, ja, so eine halbgaren Sachen hier irgendwie raushauen, da verärgert ihr nur wirklich ganz viele Leute mit und ja. Aber um mal auch mal was Positives zu erwähnen, das muss man ja auch mal sagen, ich habe mitbekommen, dass Player Games im Hintergrund ein bisschen arbeitet. Und das habe ich von verschiedenen Seiten gehört, dass wohl sehr viele Botter-Gilden sich aufgelöst haben und die jetzt wohl sehr krass dahinterher sind und ein genaues Auge auf Multi-Accounts und auf Bot-Accounts und Bot-Gilden werfen und das relativ gut aufräumen. Ich habe jetzt, wie gesagt, von mehreren Leuten schon gehört, dass solche Gilden, so eine Bot-Gilden oder halt Multi-Accounts tatsächlich komplett gelöscht worden sind aus dem Spiel. Also ja, sodass sie dann gar nicht mehr, also sodass der Account weg ist, die nicht mehr rankommen. Also man muss auch mal zugute halten. Es ist, ja, es passieren zwar sehr viele Bugs in letzter Zeit, aber sie versuchen auch, ja, diese ganzen Sachen damit aufzuräumen, was eigentlich schon bei vielen Leuten lange Zeit ein Dorn im Auge war. Ja, also so viel muss man zumindest mal zugute halten. Nicht nur, dass wir jetzt die ganze Zeit nur haten, das wäre auch unfair, denke ich mal. Und ja, so viel auf jeden Fall zu meiner Seite. Ich bin tatsächlich gut dabei weggekommen. Viele Leute tut es mir leid, dass es da so gelaufen ist, ja, dass man da ein Level minus und komplett alles verloren hat. Also es ist wirklich, wenn man in diesem Levelbereich spielt, ja, und fast den kompletten Erfahrungsbalken voll hat, das sind wirklich 3 Wochen, die ihr umsonst questet. So, und das ist hart. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Das ist eigentlich noch härter als dieser Super-Quest-Skandal, weil da hat man ja erstmal nur an Erfahrungen gewinnen können. So, es war auch unfair anderen gegenüber, die nichts bekommen haben. Aber da, ja, weiß ich nicht, hat ja zumindest niemand irgendwie eine Arbeit von 3 Wochen verloren. So, ich meine, gut, die haben da vielleicht an Monaten an Arbeit vielleicht gewonnen. Es war auch nicht so cool. Aber verlieren tut dann doch mehr weh als gewinnen. Und ja, so viel soll es erstmal gewesen sein zu meiner Stelle. Ihr könnt mir ja mal gerne reinschreiben, wie es bei euch aussah, ob ihr das Level abbekommen habt, welches Level ihr seid. Vielleicht kann man da ja ein paar Fakten zusammentun und so vielleicht ein bisschen für Aufklärung sorgen und ja, herausfinden, in welchem Levelbereich das vielleicht stattfindet. Und ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, wie es bei euch aussah, ob es geklappt hat. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.